Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Sumara. Lisa Transcendence Brown. Botschaft vom 19.12.2016. Übersetzt von Elisabeth. Update zur Sternentoraktivierung. 12.08 Uhr, Ortszeit. Innerhalb der letzten Stunde wurden unsere Kristalle, die kristalline Arbeit am Gitternetz der Erde und die Sternentoranpassung voll aktiviert und ausgerichtet. Neue Absprünge wurden eingeleitet und wir begannen zu springen. Viele beeilten sich, zu diesem Punkt zu gelangen. Wir waren schon da. Gleichzeitig begannen große Zeitlinien zu kollabieren. Wir springen wie verrückt. Mehr hierzu später. Super große Sprünge und aufgeladene Kristalle werden sogar noch mehr aufgeladen. Alles passiert im Moment im Innern der Erde, galaktisch und energetisch auf der äußeren Erde, Erdoberfläche. Zeit zum Schlafen. Morgen mehr. Update. Als dies in andere Dimensionen geschah, sagte ich anderen, das ist ein natürlicher Prozess, es gibt nichts zu tun. Unsere Zellen und unsere Kristalle in uns tun alles für uns. Ich erweckte mich selbst aus dem Schlaf, da wir während des Schlafens voll bewusst sind und in anderen Dimensionen arbeiten. Für alle war es großartig, unsere Kristalle abzuschütteln und uns nach diesen Sternentoren auszurichten. Die Sirenen auf der Insel gingen los, was für die niederen Bereiche das Zeichen ist, zu kollabieren. Wir arbeiteten und reisten in vielerlei Dimensionen. Als ich aufwachte, fühlte ich mich, als hätte ich stundenlang geschlafen, wäre weit gereist, doch das waren in der menschlichen linearen Zeit nur ein paar Momente gewesen. Lisa Transcendence Brown.